So, das wird ja schon ganz eng. Alleine hier die Kurve hätte ich schon fast nicht gekriegt mit dem langen. Ja, jetzt geht es 22% geil hoch. Ich meine steil hoch. So hoch bin ich schon gekommen. Hier kommt schon die erste Kurve. Das wird auch schon kriminell werden. Ja, Mülltonne könnte man zur Seite packen. Aber da oben, schaut mal, wie das hier aussieht. Bis hierhin hätte man vielleicht auch noch geschafft, aber da wird es richtig eng. So ein Stück weiter sieht es dann so aus. Ja, hier die Kurve, absolut No-Go mit einem 14-Meter-Bus. So, das sieht doch schon mal aus wie eine Burg. Ja, so viel bin ich schon gelaufen. Also Leute, wenn ihr Lehrer seid oder Lehrerin und ihr plant sowas, nicht mit ganz kleinen Kindern. Und wenn, dann auch in Anspruch nehmen pro Person 2 €, dann werden die Koffer vom kleinen Bus unten abgeholt. Jetzt wird es noch krimineller. Schaut mal. Ja, toll, oder? Wo bleiben dann die Spiegel und Doppelstock? Den Rest könnt ihr euch selber denken. Das ist also Jugendherberge Burg Freusburg. Ja, ich habe gerade gesehen, der eine Kollege, der die Koffer abholt, der ist hier schon durchgefahren. Er schafft das, aber wir nicht. Die Freusburg. Hier kommen die Koffer gleich rein. Ich höre die Kinder schon oben schreien irgendwo. Ja, du bist da. Ich laufe gleich wieder zum Bus runter und werde meine Fahrt nach Lünen fortsetzen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Eindrücke hier vermitteln.